Herzlich willkommen zu einem neuen Rossmann-Haul, Leute. Ich war endlich da mit einem Grund, etwas zu kaufen. Wir brauchten nämlich Klopapier. Eigentlich nicht für den Po, aber immerhin zum Basteln. Also ich sage euch eins, ne? Wenn eure Kinder windelfrei werden, dann habt ihr ein großes Problem. Weil dann könnt ihr nicht mal mehr ohne Grund bei Rossmann shoppen. Weil was wollt ihr da noch holen, außer Windeln? Also Windeln braucht man ja dann nicht mehr. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Klopapier geht halt immer. Nein, Spaß, wir brauchten tatsächlich jetzt nicht so dringend, aber Klopapier habe ich auch nochmal mitgenommen mit unseren wunderschönen Duftklopapier mit Pandas für 1,99 €. Muss ja bei uns immer mit. Was ich aber eigentlich brauchte für Klopapier war so eins hier. Ein weißes zum Basteln. Ups. Ja, genau. So war's. Das haben wir dann halt auch mal mitgenommen. Ja, dann braucht mir tatsächlich Waschmittel. Da habe ich einfach mal das von Spee mitgenommen. Ich glaube, ich hatte einmal in meinem Leben Spee-Waschmittel und das war im Flughafen eine Verschenkenprobe. Ich weiß nicht, fand es nie schlecht, habe es irgendwie nie wieder gekauft. Frag mich nicht, warum. Ja, dann weiß ich nicht, welches Pferd mich geritten hat. Ach doch, ich hatte einen Geburtstagsgutschein. Genau, ich hatte für ein Duschgel einen Geburtstagsgutschein und habe mir mal dieses hier von Isana ausgesucht. Ich weiß auch nicht, warum ich die Packung so gereizt hat. Ich dachte mal was anderes. Es riecht auch sehr, sehr kirschig, aber sehr doll kirschig. Also wie diese richtig süßen Kirschen. Weiß ich nicht, ob ich das mir sonst gekauft hätte. Naja. Dann habe ich hier als Snack sowas mitgenommen. Diese Maiswaffeln. Die sind richtig, richtig lecker mit Tomate, Basilikum. Ja, die haben wir noch zum Snacken. Dann brauchte ich wirklich ein Deo. Irgendwie... Ich habe zwar so an verschiedenen Ecken und Enden welche, aber die neigen sich alle dem Ende. Und jetzt habe ich mir das von Garnier, das war im Angebot, mitgenommen. Pure Frische. Also ich hatte nicht viel Zeit zum Großriechen und das geht halt immer. Ja, dann habe ich, als gute Mama, Merci mitgenommen. Das wollte ich eigentlich schon in der Kita abgegeben haben als Dankeschön. Also ich muss ja echt sagen, die Küche gibt sich so viel Mühe bei uns. Weil wir ja sehr, sehr viele extra Bewege mit dem Essen haben. Und ich dachte, da kann man sich halt auch mal bedanken. Ja, genau, dafür waren die gedacht. Dann habe ich mal wieder neue Airwick-Duftsprayer mitgenommen. Mein Lieblingsfrische Wäscheduft. Ich glaube, die war im Angebot. Irgendwas war da. Und da musste ich sie unbedingt kaufen. Ich glaube, da ist ein Sale drauf. Irgendwie 20% auf Airwick oder so. Wundert mich eigentlich, dass ich nicht noch mehr gekauft habe. Dann habe ich mich mal, also wirklich, ich habe noch nie so schnell und spontan ein Make-up gekauft. Ich habe es einfach mitgenommen. Ja, von Catrice. Neutral Sand. Irgendwie fand ich die Verpackung ganz gut und dachte mir so, oh, Catrice war jetzt ja auch nicht immer schlecht oder so. Ja, und für so ein Drogerie-Make-up werde ich das auf jeden Fall mal testen. Weil ich nur noch eins habe, was ich so gar nicht abkann. Also das war wirklich das billigste Make-up, was ich jemals gefunden habe. Und es ist halt auch dementsprechend gut. Halt auch nicht gut. Naja, dann habe ich noch ein bisschen hier so Cornflakes mitgenommen, diese zuckerfreien Maisflakes, die wollte ich kleiner nochmal haben. Ja, dann, ihr kennt meine Logik, ne? Wenn man richtig gut verkauft und die Versandtaschen leer gehen und man neue kauft, verkauft man nichts mehr. Deswegen habe ich sie doch nochmal nachgekauft, damit ich mir jetzt ganz sicher gehen kann, dass ich nie wieder was verkaufe. Okay, Spaß. Na, auf jeden Fall kaufe ich immer die hier im 10er-Set, die B4. Kann ich auch jedem nur empfehlen, der irgendwie bei Vinted oder sowas verkauft, nehmt die B4 und nicht die DIN A4 Umschläge, weil die gehen auch als günstige Warensendung durch. Und nehmt die günstigen. Es gibt da echt drei verschiedene, glaube ich, und das sind die günstigsten und die erfüllen ihren Zweck vollkommen. Ich glaube 1,70 € kosten die und die anderen irgendwie was um 2 irgendwas. Ja, dann war hier noch so Vanille im Angebot. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe noch nie einen blauen gekauft. Bis zu 140 Tage, bin ich aber gespannt. Habe jetzt schon das Gefühl, ah, witzig, ne? Zieht euch mal diese Riesenverpackung an, so im Verhältnis zu meinem Kopf, ne? Dann sieht man doch glatt hier drin, dass es nur bis hier wieder gefüllt ist. Warum zur Hölle? Warum? Na gut. Ich weiß ja nicht, ob 800 Milliliter, die draufstehen, einfach nur reinpassen würden. Oder wirklich 800 Milliliter drin sind. Naja. Machen wir weiter. Genau. Airwick war im Angebot. Oh Gott, habe ich wieder den falschen gekauft. Hilfe. Ich weiß schon wieder nicht, wo es steht. Ich glaube, ich habe schon wieder den Apfelduft gekauft. Genau.
Ich mache jedes Mal diesen Fehler, weil ich immer denke, diese blauen, schlichten Verpackungen ist diese frische Wäsche. Nein, Picknick im Apfelgarten. Ich hasse diesen Duft. Oh. Ich weiß nicht, ob er den schon mal gerochen hat, aber das ist noch anders als der andere. Boah, das riecht einfach nach Flüssigklebe. Ich weiß nicht warum, aber dieser Apfelduft. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt schon gekauft habe. Also irgendwer will mich, glaube ich, entweder von diesen Düften wegbringen oder mich an Apfel gewöhnen. Ich weiß nicht. Naja, wie auch immer. Ich habe noch ein Deo gefunden, weil ich die Verpackung schön fand. Klassiker. Ja, was soll ich sagen? Sie ist rosa. Und da steht erfrischendes Sommerritual mit Rosenwasser und Aloe Vera. Das ist auch eine komische Kombi. Bin ich mal gespannt. Oh, das riecht wie das Putzzeug der damaligen Disco-Toilette. Als es noch Discos gab. Für alle Jüngeren hier, früher, zu Zeiten meiner Jugend, konnte man feiern gehen. Okay, wow. Das ist wirklich die Verpackung nur schön. Also nicht so meins. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber es ist auch nicht so. Man könnte das auch verwechseln. Ich hatte schon bessere. Naja, kommen wir zu den besseren Dingen. Kichererbsenbrezeln habe ich der Kleinen auch nochmal gegönnt. Die gehen auch immer von freche Freunde. Dann noch ein Quetschi. Ausnahmsweise mal wieder. Geht auch von freche Freunde. Ach nee, von Fruchtbar. Sammelt übrigens noch jemand die Verpackung, ich habe es aufgegeben. Wir haben eine Tasche und ich habe genug. Es war so eine Schweinerei, die auszuwaschen. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch Maiswaffeln mitgenommen. Ja, braucht man auch mal wieder, ne? Unser Brotersatz, die sind uns nämlich auch ausgegangen. Genau. Ja, das wäre es auch schön. Das war mal nicht ganz so groß, Herr Rossmann-Heul. Sonst hätte ich euch jetzt noch 3 Pakete Windeln und 5 Pakete Feuchttücher und so gezeigt. Aber die Zeiten sind vorbei, Kinder. Einfach vorbei. Na gut, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ich mein Windel erspartes wieder in Kosmetik investieren sollte wie früher. Egal, wie auch immer. Wir sehen uns das nächste Mal, ne?